Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Tagesimpuls der Vineyard Bern. Ich bin Eliane Grebasch, seit 20 Jahren mit David verheiratet und wir haben zwei Kinder im Alter von 5 und 3 Jahren. Als ich an einem Abend im Bett mit meinen Kindern gebetet habe und um Schutz und Frieden gebetet habe, zuerst für sie, dann für uns als Eltern, als Familie, und dann für alle Neffen und Nichten, für alle Tanten, Onkel, für alle Göttis und Gottis und so weiter, hat mich mein Sohn plötzlich unterbrochen und gesagt, nein, Mami, für die ganze Welt. So nach dem Motto, Mami, warum zählst du mühsam alle Leute auf? Bete doch einfach für die ganze Welt, ist doch logisch. 2 Tage später schickt mir eine Freundin ein Bild von ihrem Jungen. Er hat die Erde gemalt und dabei hat er ein wunderschönes Blau für das Wasser gewählt und ein saftiges Grün für die Erdoberflächen. Doch er hat die grünen Erdflächen als Hand gemalt. Und darunter die wunderschönen blauen Wasserflecken oder das Wasser. Und diese grüne Hand ist so hervorgestochen aus diesem wunderschönen Blau. Und die Erklärung zu dieser Zeichnung war, Gottes Hand, die die Welt heilt. Wow! Diese zwei Jungs haben mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Und ich habe gemerkt, dass unsere Kinder Gott auf eine Weise erfahren, wo wir nur staunen können. Ihr Verständnis von Gott ist so groß. Und sie haben keine Mühe zu verstehen, dass er die ganze Welt heilen kann und schützen kann und dass wir auch für die ganze Welt beten können. Sie haben verstanden, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und dieses Vertrauen und diese Sichtweise, dass Gott über der ganzen Welt ist, passt vielleicht nicht immer in unsere Sichtweise oder in unser Verständnis oder Bild. Und das war auch bei Jesus so, als er auf der Erde war. Er hat kein Reich des Kampfes herbeigeführt, so wie es die Israeliten erhofft und erwartet hätten von ihrem König. Nein, er hat das Königreich seines Vaters auf der Erde einbrechen lassen und unzählige Wunder und Zeichen getan. Jesus hat schon gekämpft, aber dieser Kampf war anders als die damaligen Vorstellungen. Wie sah dieser Kampf von Jesus aus? Das lesen wir im Epheserbrief 6,12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geistigen. Diese Gewalten können zum Beispiel Stolz, Habgier, Geiz, Angst, Macht, Neid oder Zorn sein und so weiter. Es können auch Vorstellungen sein in unserem Kopf, Gedankengebäude, die wir zwar glauben, aber die nicht wahr sind. Und diese Gedankengebäude, diese Festungen, die in unserem Kopf sind, machen wir uns zum Teil selber. Sie können aber auch übernommen werden von unseren Familien oder von unserer Kultur. Und so werden wir auf eine Art und Weise attackiert, die wir nicht sehen können. Also müssen wir auch gegen etwas kämpfen, was für unsere Augen verborgen zu sein scheint. Uns stehen aber Waffen zur Verfügung, die unsichtbar sind und mit denen wir jedoch auch Reich Gottes sichtbar machen können. Lasst uns das mal anschauen in Epheser 6, 13. Hier lesen wir, steht also bereit, steht. Das ist der erste Punkt. Deshalb war mir in den letzten 2 Tagen dieses Stehen, diese Standhaftigkeit auch so wichtig. Das ist die große Voraussetzung, damit wir hier diesen Kampf kämpfen können. Steht also bereit. Die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Zweiter Punkt. Um unseren Bauch soll die Wahrheit sein. Die Wahrheit soll da brüten. Dritter Punkt. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, ziehen wir auf unserer Brust die Gerechtigkeit an.
Vierter Punkt, die Füße mit der Bereitschaft beschut, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Egal, ob du Wanderschuhe, Turnschuhe oder Stöckelschuhe anhast, du kannst immer bereit sein, egal welche Schuhe du anhast, die Botschaft des Friedens und des Evangeliums an andere Menschen weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens. Fünfter Punkt. Der Glaube, der als Schild hier sein soll und mit diesem Glauben, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Sechster Punkt, setzt auch den Helm des Heils auf. Siebter Punkt, und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Das Wort Gottes, mit dem wir alles bekämpfen können. Und in Lukas steht, dass Jesus war ja 40 Tage in der Wüste, hat nichts gegessen und dann kam der Teufel und wollte ihn versuchen. Und dann hat er das Schwert gezückt und dem Teufel mit dem Wort Gottes Antwort gegeben. Und dann ging er weg. Und das ist eine so große Waffe. Deshalb lest in der Bibel und zieht euch diese Wahrheiten ein, damit das durch und durch bis zu unseren Wurzeln hinabgeht, tief in unser Herz und auch zu unseren Füßen hinab. Und der achte Punkt ist, und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Das Gebet ist eine Waffe. Und weißt du was? Auch wenn dir der Feind ins Gesicht schreit, bleib einfach stehen. Das ist bereits ein Riesensieg und ein Gewinn. Und bereits das Stehenbleiben ist der Einbruch des Reiches von Gott. Und du bist genau die richtige Person, zur richtigen Zeit geboren, am richtigen Platz. Du kannst Veränderung bringen und du kannst das Reich Gottes sichtbar machen. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns alle am richtigen Platz hast. Wir sind genau zur richtigen Zeit da, um dein Reich sichtbar zu machen. Und hilf uns jeden Tag neu, deine Waffen zu gebrauchen, um dein Reich sichtbar zu machen und um für dich zu kämpfen. Wir haben diese Waffen und ich danke dir, dass du uns anleitest und Weisheit gibst im Heiligen Geist. Amen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss.